Moin Fahrzeugpflegefreunde und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Auto Lifestyle. Wir wollen uns heute mal die Innenraumfolierung beim Golf 8 GTI anschauen. Dafür haben wir von HSS Skins entsprechende Folierungsteile zugeschickt bekommen und die wollen wir in dem Video mal ausprobieren. In dem Set enthalten sind entsprechende Zuschnitte, die ganz genau passgenau dafür sind, sowie entsprechende Reinigungstücher, ein passender Rakel und eine Videoanleitung, die über einen QR-Code aufrufbar ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den QR-Code mal kurz scannen und in die offizielle Anleitung von HSS Skins reinschauen. Die würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, euch die einmal vor Montage dieses Sets anzuschauen. Als erstes nehmen wir uns ein entsprechendes Reinigungstuch und reinigen die ganze Fläche einmal. Wichtig hierbei ist es dann auch entsprechend immer die ganzen Kanten gründlich mit zu reinigen, damit auch gerade dort das Produkt gut halten kann. So, ich würde sagen, das ist gründlich gereinigt. Jetzt nehmen wir uns dann von unserer Vorlage einmal das Bauteil für vorne links. Man soll es jetzt, so ist auch in dem Video von HSS Skins erklärt, an dieser Kante hier ausrichten. Also sprich wirklich dort ganz genau, passgenau anlegen. Das probieren wir jetzt hier auch. Nachdem das dann entsprechend ausgerichtet ist, soll man es von dieser Stelle ausgehend einmal probieren anzubringen. Dabei nicht möglichst dolle, nach Möglichkeit nicht dolle dran ziehen, weil sich ansonsten die genaue Passform, die das Produkt hier hat, auch entsprechend verändert. Jetzt ist hier allerdings eine Falte reingekommen, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, deswegen wurde das dann hier entsprechend noch einmal wieder probiert, vorsichtig entsprechend hier abzuziehen, sodass wir das hier vorsichtig wieder entsprechend montieren können. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus, jetzt probieren wir es einfach mal vorsichtig noch festzustreichen. Allerdings nur auf dem Bauteil. Nun können wir das Produkt mit dem mitgelieferten Rakel probieren, in die Vertiefung entsprechend reinzudrücken. Natürlich auch oben und auch in die Vertiefung, die wir hier haben. Also sprich in die Ritze zwischen den beiden Bauteilen. Also wie ihr sehen könnt, hat das mehr oder weniger gut geklappt auf dem ersten Versuch. Hier bin ich sogar wirklich sehr zufrieden damit. Ich drehe mal ein bisschen das Ganze, dass man es vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Hier bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Ich habe das sehr gut hingehauen. Hier bin ich noch nicht so zu 100% zufrieden damit, weil wir hier leider noch ein bisschen unter Plastik sind. Hier oben geht das so noch gar nicht, bin ich dafür. Da muss ich auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Und ansonsten haben wir dasselbe Problem hier nochmal etwas in der Mitte. Und dasselbe Problem auch nochmal hier rechts am Rand etwas. Es sei dazu gesagt, dass das Problem hier rechts am Rand und auch hier ganz links, dass es so übersteht ist, dass ich die Folie auch noch einmal wieder abgemacht habe und wieder drauf gemacht habe zur Hälfte. Das haben wir, denke ich, im Video gut gesehen, weil ich die Folie zuerst viel zu weit unten angesetzt hatte in dem Bereich hier.
dem Bereich hatte ich hier zuerst viel zu weit unten angesetzt. Und dadurch stand sie dann hier auch über. Was ich euch also folglich empfehlen kann, ist die Folie wirklich immer möglichst weit oben anzusetzen. Die kann gerne so ein Stück überstehen. Dann spielt die Kamera gerade was verrückt. Die Folie kann gerne hier oben wirklich so ein Stück überstehen. Das ist gar kein Problem bei mir gewesen. Ich habe die dann einfach hier unten drunter gequetscht und selbst mit der Ambientebeleuchtung funktioniert das immer noch sehr, sehr gut, wie man sehen kann. Und dann steht es auch entsprechend unten nicht über, weil man es oben deutlich mehr noch nach oben reinschieben kann in die Lücke als nach unten. Unten muss es wirklich relativ gut schon passen, weil das nicht mehr viel nach innen reingeht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist halt wirklich absolut nicht viel Platz dazwischen noch. Wenn ich jetzt mal kurz nach oben springe, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie zeigen kann. So also ein bisschen sieht man das, glaube ich. Hier ist halt deutlich, deutlich, deutlich mehr Platz noch. Da ist jetzt eine diamierte Beleuchtung. Und da kann man das deutlich schöner drin verstecken, den Überstand der Folie, sodass man das dann echt wirklich von außen gar nicht mehr sieht. Und es gibt auch noch die Möglichkeit bei HSS-Skins, wenn man, so wie ich jetzt in meinem Fall, das Ganze nicht beim ersten Mal direkt perfekt hinbekommen hat, kann man denen auch noch eine Mail schreiben und sagen, jo, ich habe es nicht direkt perfekt hinbekommen. Und dann bekommt man auch noch einen zweiten Foliensatz zugeschickt, kostenfrei. Somit hat man dann quasi zwei Versuche und beim zweiten Versuch sollte das auf jeden Fall klappen. Ich habe auch noch einen zweiten Foliensatz zugeschickt bekommen für die Innenraumfolierung und dann kann ich das Ganze entsprechend gleich nochmal neu probieren und dann in aller Ruhe, nachdem ich ja jetzt weiß, wie ich sie ungefähr ausrichten muss, sollte das dann, denke ich, bedeutend besser klappen. Als es jetzt hierbei geklappt hat, allerdings bin ich auch hiermit eigentlich schon relativ zufrieden, halt abgesehen wirklich von dieser Stelle hier hinten und dieser Stelle hier vorne, die halt echt wirklich sehr, sehr unschön hier übersteht. Man kann ja auch wirklich schön sehen, glaube ich, wie wenig man das hier nur reinstopfen kann, reinstecken kann. Das klappt schon mit dem Rakel wirklich ganz gut. Aber es ist bedeutend besser, wenn man das möglichst gut nach oben verstecken kann. Dafür, dass es hier nach links noch so ein Stück übersteht und hier rechts auch noch so ein Stück übersteht, kann, wie gesagt, die Folie nichts. Das hängt damit zusammen, dass ich die Folie einmal wieder entfernt habe, nachdem ich sie schon angedrückt hatte. Hier oben ist im Übrigen keine ambiente Beleuchtung, also sprich, da ist nichts überklebt, da ist einfach nur keine beim Golf 8. Ja, genau. So, jetzt mache ich gleich noch weiter hier einmal mit der Innenraumfolierung. Beim Armaturenbrett werden auch die ganzen Teile hier unterhalb von dem Gloss Black auch noch einmal Carbon-Schwarz foliert. Genauso wie auch hier links. Und da muss natürlich auch noch die Beifahrerseite foliert werden. Für die hinteren beiden Sitzplätze ist in dem Set keine Folierung enthalten. Ich glaube, das stört aber auch nicht besonders. Vielleicht kommt ja in Zukunft noch entsprechend Foliensatz auch für die hinteren beiden Sitze. Und ansonsten mache ich das Ganze erstmal weiter. Ihr kriegt einen Zeitraffer davon. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. So, hier mein kleiner Zwischenstand. Oben ist die Folie jetzt schon eigentlich überall ganz gut drauf. Hier diese Stelle war auf jeden Fall mit Abstand am schwierigsten. Hier sieht man es vielleicht einmal so ganz ein bisschen. Hier ist man nicht perfekt, da bin ich noch dran gerade. Ja, ansonsten geht dieser Foliensatz bis hierhin und für die restliche Fläche gibt es dann nochmal einen weiteren Foliensatz. Hier unten muss natürlich auch noch entsprechend rum angedrückt werden und ähnliches. Bin jetzt aber erstmal daran, die obere Fläche fertig auszurichten. Was mir auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise auch im Video von HSS-Skins sehr, sehr gut erklärt wird, wenn man eine große Falte hier oben oder irgendwo mit drin hat, ist es sinnvoller, die auf kleinere Falten aufzuteilen. Dann kann man die nämlich sehr gut ausstreichen. Wenn man die große ausstreicht, entsteht eine Falte und bei den kleineren passt das dann tatsächlich sehr, sehr gut. Ansonsten ist auch noch empfehlenswert, wenn man irgendwo Schwierigkeiten hat, das Ganze einmal mit dem Föhn etwas zu hitzen, dann funktioniert das auf jeden Fall auch meistens deutlich besser. Und am Ende muss man sowieso die gesamte Folie noch mit dem Föhn erhitzen, damit sie richtig hält. So, ich habe das jetzt hier vorne mal fertig foliert. Ah, okay, jetzt mit Blitz, egal. Ich finde das eigentlich ganz gut geworden. Hier sind noch so ein, zwei Kanten, wo ich nochmal ran muss, definitiv. Die muss ich einfach nochmal ein bisschen nachbehandeln, auch mit dem Föhn nochmal ran. Dass die hier wirklich fest dran halten. Auf der anderen Seite genau das Gleiche, da ist mit der Spannung drauf. Wenn man die erhitzt, nimmt man die Spannung ganz gut raus und dann hält die deutlich besser. Das muss ich gleich nochmal machen, aber abgesehen davon bin ich eigentlich wirklich schon sehr, sehr zufrieden damit. Das sieht diesmal deutlich besser aus als an der Tür und es ist tatsächlich überall auch mit den Spaltmaßen sehr, sehr gut hingekommen. Hier muss ich das Ganze nochmal ein bisschen besser um die Ecke rum reinfriemeln. Dann sieht man die Stelle, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ansonsten, auch gerade wenn man sich das hier mal anguckt,
sieht das, finde ich, schon wirklich sehr, 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 sehr ordentlich aus. Hier bin ich gleich mal gespannt, wie das klappt mit der anderen Seite, weil es theoretisch ist ja hier, sehr scharf, so. Theoretisch ist ja genau hier die Kante zwischen den beiden Teilen. Und eigentlich hätte das, müsste das hier rein, aber hier bekommt man das nicht besser reingedrückt. Also ich bin gleich mal sehr gespannt, wie das klappt, wenn man die andere Seite foliert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die dann halt genau von hier weitergeht. Und dann sieht man das auch nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, werdet ihr dann gleich sehen. So, jetzt machen wir dann entsprechend einmal mit der rechten Seite weiter. Die linke Seite haben wir fertig foliert. Jetzt kommt hier einmal die rechte. Das ist einmal das komplette Panier hier, dementsprechend groß. Also auch das Folienstück, das wir dafür jetzt haben. Das soll hier an die Kante angelegt werden, auch wieder an die glänzend schwarze Kante. Ich würde sagen, ich gucke mal, wie das klappt und dann schauen wir wieder. So, die Beifahrerseite ist auch entsprechend fertig foliert. Gerade der Übergang, den ich vorher noch meinte, der ist tatsächlich, finde ich, ganz gut geworden. Der ist mir wirklich sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Man sieht das hier auch schon mit der Miente-Beleuchtung, das funktioniert alles noch. Hier muss ich es noch ein bisschen besser andrücken, merke ich gerade. Das mache ich gleich auf jeden Fall nochmal. Aber abgesehen davon sieht das, finde ich, richtig, richtig gut aus. Der einzige Punkt, wo man echt ein bisschen aufpassen muss, ist hier bei dieser oberen Aluschiele. Die bewegt sich ja mit dem Lüftungsgitter. So, die bewegt sich ja mit dem Lüftungsgitter entsprechend mit. Und die hatte ich zuerst mit zugeklebt. Beim Umklappen hat sich das hier rumgelegt und dann haben wir es unten dran gedrückt, weil diese Aluschiene hier auch noch ein Stück mitgeht und dann verschwindet die auf einmal. Das ist ein bisschen Schmutzkleber noch, den kriegt man wieder weg, ist gar kein Problem. Und dann war die halt am Anfang mit zugeklebt, hier muss ich auch noch ein bisschen nachdrücken, merke ich gerade. Aber ist eigentlich nicht so dramatisch, denke ich. Ansonsten sieht das Ganze, finde ich, richtig, richtig gut aus und macht auch wirklich was her. Wenn man sich das mal so anguckt, Carbon im Innenraum vom Golf 8, sieht schon, finde ich, sehr, 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 sehr cool aus. So, jetzt fehlt dann nur noch hier die Beifahrerseite entsprechend, die noch einmal foliert werden muss. Die mache ich jetzt gleich auch noch kurz und dann hoffe ich mal, dass es auf der Beifahrerseite auch besser klappt als auf der Fahrerseite. Die Fahrerseite muss ich ansonsten auch noch mal neu folieren, aber bis jetzt stört es mich tatsächlich noch gar nicht so doll. Ich denke, ich werde die aber trotzdem noch mal neu folieren. Wahrscheinlich dann aber erst morgen, weil ich den Wagen ansonsten jetzt wieder umparken müsste, weil ich das da so vom Winkel her und allem nicht folieren kann. Aber man muss echt sagen, mit der Zeit, je mehr man foliert hat, desto besser klappt das auch. Also wenn ich mal den Teil dort drüben, der wirklich sehr, sehr einfach war, vergleiche mit der Folierung von dem Teil, der tatsächlich ein bisschen schwieriger war, hat das hier schon deutlich, deutlich besser geklappt. Hier habe ich keine einzige Stelle drin, wo ich sagen würde, das gefällt mir jetzt so gar nicht. Klar, hier muss ich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Haben wir ja vorher mit dem Licht, mit dem Ambientelicht gut gesehen. So sieht man es auch ein bisschen. Das muss ich aber einfach nochmal andrücken, einfach nur mit einem Spatel dazwischen. Und dann ist die Stelle auch wieder richtig schön. Jetzt mache ich das noch und dann gucken wir mal, wie es aussieht am Ende. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, als kleiner Tipp für diese Seite hier. Wenn man das Ganze hier zwischenstopfen muss, da ist wirklich nur relativ wenig Platz und es klebt immer hier dran fest, kann man das mit diesem Kunststoffrakel, der mitgeliefert ist, wo ist er, da ist er, an diesem Kunststoffrakel, der mitgeliefert ist, quasi wie von unten so ein bisschen festkleben und das Ganze dann einmal reinschieben, dann klappt das für gewöhnlich ganz gut, zumindest hat es bei mir sehr, sehr gut funktioniert, dass er hier wirklich einmal festklebt und dann einmal das Ganze reinzuschieben und dann klappt sich quasi die Klebeseite einmal nach oben um. Und das Ganze am besten noch, wenn das Ganze, wenn die Folie mit dem Föhn einmal vernünftig erhitzt ist. Man sieht tatsächlich auf der Folie so einen Unterschied, wenn die erhitzt ist, ist sie nicht mehr so matt. So macht sie einen relativ matten Eindruck, also klar irgendwo glänzend, aber auch ein bisschen matt. Und dieses bisschen Matte verschwindet dann und dann wird sie spiegelnd glänzend. Also daran erkennt man ganz gut, wenn sie wirklich vernünftig erhitzt ist. So, die letzte Türseite ist damit dann jetzt auch einmal foliert. Hier sehe ich gerade irgendwie ein bisschen nachdrücken. Aber abgesehen davon sieht das, finde ich, auch ganz gut aus. Klar, hier ist wieder nochmal so eine Stelle, wo es ein bisschen übergestanden ist. Dafür fehlt auf der anderen Seite diesmal gar nichts. Da ist es ganz auf Kante. Nämlich hier ist es dafür ganz genau auf Kante. Sprich, man sollte es vielleicht auch im Tucken weiter rechts ansetzen. Ich habe es diesmal ein bisschen zu weit links angesetzt. Letztes Mal ein bisschen zu weit rechts. Man lernt daraus, je mehr man solche Sachen foliert, desto besser ist es. Ich glaube, nächstes Mal würde es bei mir auch nicht mehr schief gehen. Und deswegen hat man ja netterweise oder schönerweise bei HS Skins den Service, dass man die gesamten Folienparts, bei denen man nach der Folierung nicht zufrieden ist, sich auch noch ein zweites Mal zuschicken lassen kann. Und dann kann man das Ganze entsprechend nochmal neu folieren. Und beim zweiten Mal sollte das, denke ich mal, dann auch auf jeden Fall klappen. Gerade bei den Seitenteilen hat man ja in dem Sinne dann sogar nicht vier Versuche. Man kann zweimal falsch liegen, also einmal die linke Seite falsch und die rechte Seite falsch machen. Dann bekommt man die netterweise nochmal neu zugeschickt. Und dann kann man es bei der linken Seite nochmal neu probieren und bei der rechten Seite entsprechend auch.
nachdem die Seiten, die Türen ja immer gleich aufgebaut sind, nur halt entsprechend seitenverkehrt, hat man so mit drei Versuchen, sollte es erst beim dritten Versuch, muss es dann auch, oder sollte es dann auch perfekt klappen, damit man sich nicht nochmal neue Teile kaufen muss. Ich bin dann wirklich sehr, sehr zufrieden bis dato. Ich werde nochmal berichten, wie sich das Ganze so nach ein paar Tagen verhält. Ob ich irgendwo immer nochmal nachdrücken muss, die Folie wieder dran kleben muss, oder ob die Folie noch überall perfekt hält, werde ich mich nochmal melden. Nach einer Woche ungefähr gibt es dazu nochmal Feedback. So, wir haben es jetzt wie schon angekündigt, eine Woche später. Und ich gebe euch jetzt mal mein kleines abschließendes Fazit. Abschließend muss ich persönlich sagen, dass die Montage relativ einfach war, ein bisschen tricky am Anfang, aber mit der Zeit ist echt ganz gut gegangen. Das Produkt auf jeden Fall hochwertig ist und die Anleitung, die man auf dem Kanal von HSS Skins bekommt, sehr, sehr gut sind. Mit denen kann man auf jeden Fall problemlos arbeiten. Es ist eigentlich alles für die Montage im Set mit inbegriffen, sprich man braucht kein weiteres Zubehör und kann es so direkt montieren. Ein weiterer wirklich großer Vorteil für mich persönlich war dabei, beziehungsweise ist dabei auch immer noch und auch gerade in der Rolle eines Kanalbetreibers, der das Ganze weiterempfehlen muss oder möchte oder halt eben auch nicht, ist für mich der Punkt, dass ihr, wenn ihr Probleme bei der Montage habt, beziehungsweise die Montage bei euch absolut nicht geklappt hat mit der Anleitung, ihr die Möglichkeit habt, noch ein zweites Mal die Skins oder die Folien entsprechend für die Paneele, für die Teile, bei denen es bei euch nicht geklappt hat, zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es einfach eine gewisse Sicherheit einem gibt, dass das Ganze dann bei einem auch am Ende des Tages funktioniert. Ich habe jetzt bei mir hier immer noch die ersten Skins drauf. Ich habe die zweiten, die ich noch hatte, nicht angebracht bis jetzt, weil ich persönlich gucken wollte, wie ich die Fehler auch noch ohne die weiteren Skins beseitigen konnte oder eben auch nicht. Ich habe diesbezüglich nochmal mit dem Hersteller gesprochen, nochmal Rücksprache gehalten und ich zeige euch gleich mal kurz nochmal meine kleinen Verbesserungen oder wie ich das Ganze entsprechend noch anpassen konnte oder halt eben auch nicht. Ich habe auch noch mit dem Hersteller Rücksprache gehalten, wie es mit der Reinigung aussieht. Das ist natürlich bei uns gerade hier auf einem Fahrzeugpflegekanal deutlich relevanter als auf einem Tuning-Kanal. Weil ich denke, dass auch einfach für jeden von euch die Punkte, der Punkt der Reinigung bei so einer Folierung und bei allen möglichen anderen Punkten im Fahrzeug wichtig ist. Es ist kein Problem, die Folie nass zu reinigen, im Innenraumreiniger eurer Wahl. Allerdings sollte man nach Möglichkeit einen weichen Pinsel benutzen, beispielsweise von Glossboss den Supersoft Pinsel oder auch von Kochchemie gibt es einen entsprechenden. Einen härteren Pinsel würde ich nicht unbedingt nehmen, empfiehlt auch der Hersteller eher weniger. Und man sollte auch eher bei den Ecken der Folierung, ich habe gerade mal geguckt, ob ich eine finde, ich kann ich euch gleich einmal einblenden. Bei gewissen Kanten sollte man vielleicht etwas aufpassen, damit man nicht mit dem Pinsel unter die Folie kommt und dann die Folie ablöst oder nach oben anlöst. Das wäre eher suboptimal. Hier nochmal kurz, wie das Ganze vorher aussah, an den entsprechenden Stellen, die ich noch nachgebessert habe. So wie auf der Fahrertür sah es auch vorher auf der Beifahrertür aus. Also sprich, es war teilweise etwas überfoliert. Und ich konnte das Ganze dann nach und nach etwas verbessern noch. Hier sieht man auch noch so eine kleine Stelle. Und das Ganze dann so wie hier lösen. Da kann man das. Und das Ganze dann so wie hier lösen. Hier kann man das ganz schön sehen. Da habe ich das Ganze dann probiert, noch unter die Kante zu schieben. Man hätte das Ganze auch einfach höher ansetzen können. Dann hätte man das Problem gar nicht gehabt. Aber so aus weiterer Entfernung sieht man das Ganze, denke ich, auch nicht mehr. Wenn man jetzt mal hier überall guckt, ist das Ganze perfekt geworden. Da bin ich sehr, 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 sehr happy mit. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer dass es wirklich, wirklich schön geworden ist, wie ich finde. Es gab halt, wie gesagt, so ein, zwei etwas schwierigere Stellen. Das waren bei mir halt gerade die Türen. Aber abgesehen davon hat das Ganze, finde ich, wirklich, wirklich gut funktioniert. Und es macht wirklich einen sehr, sehr schönen, edlen Eindruck, finde ich. Ich blende euch gleich nochmal ein paar Szenen bei Nacht ein, weil ich finde, gerade mit Ambientebeleuchtung macht das Ganze nochmal einen ganz anderen Eindruck. Sieht noch viel, 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 viel schöner aus und es passt in meinem Fall deutlich besser zum GTI als die serienmäßigen Hexagons, die wir serienmäßig auf den Zierleisten haben. Für die hinteren Partien gibt es gibt es keine Folierung mit in dem Set, allerdings sind da auch keine Zierleisten. Hinten sieht das Ganze ja bei VW, beim Golf 8 einfach nur so aus. Da haben wir einfach nur Hartplastik und Hartplastik lässt sich auch nicht besonders gut folieren. Folglich ist das Ganze so, denke ich,
sehr ordentlich. Um jetzt zu meinem abschließenden Fazit zu kommen. Würde ich es weiter empfehlen? Auf jeden Fall ja. Es sieht cool aus. Es ist einfach, naja, nicht einfach, aber es ist gut anzubringen. Wenn man ein bisschen geschickt ist und das Ganze gut hinbekommen möchte, sollte man sich Zeit lassen. Aber es geht auf jeden Fall. Habt ihr zwei linke Hände, würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen. Dann würde ich das Ganze eher bei einem Profi machen lassen. Für alle anderen Personen, die ein bisschen geschickt sind, auch schon des Öfteren mal irgendwas an dem Fahrzeug gemacht haben vielleicht, probiert es aus, macht es einfach. Ihr könnt nicht viel falsch machen. Rückgängig machen kann man es am Ende des Tages auf jeden Fall immer wieder. Und wie gesagt, ihr habt auch notfalls noch eine zweite Chance, indem ihr noch ein zweites Folienset bekommen könnt. Ansonsten steht euch der Hersteller auch bei allen möglichen Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Ihr könnt euch auch jederzeit bei mir melden, über Instagram, per Mail, in den YouTube-Kommentaren, wie ihr möchtet. Und dann kann ich euch dazu gerne auch nochmal ein ausführlicheres Feedback geben, beziehungsweise ein auf eure Fragen zugeschnittenes Feedback und eine Rückmeldung geben. Ansonsten lasst uns gerne noch einmal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Lasst ein Abo da, den Daumen nicht vergessen bitte. Und nicht vergessen, wir haben am 1.7. ein Community-Treffen in Springe, gemeinsam mit einem Tuning-Treffen, wo um die 300 Fahrzeuge kommen. Ich denke, das wird ganz cool. Wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Shop da und guckt mal in die Videobeschreibung, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, da ist das entsprechende Video verlinkt. Ansonsten Bewerbung oder Anmeldung, besser gesagt, könnt ihr direkt an die Mailadresse schicken, die ich euch hier einmal einblende. Kosten für das Treffen sind 15 Euro und es findet in Springe in der Nähe von Hannover statt. Ansonsten euch noch ein schönes Wochenende und haut rein! Straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and nana manapia. I had to re-up on a rear, so you stay defeated. And put it back into the bit, cause I don't really need it.